Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind hier an der Rabenfallschlucht und waren direkt in der Schlucht, haben die Flaregun geholt, finde ich sehr gut, hat mich wieder ein Stück vorangebracht. Ich werde erstmal einen Schluck trinken. So. Okay. Sonnenaufgang dauert es noch ein bisschen. Ja, wir haben einen Hirsch erlegt. Und den würde ich gern zerteilen. Lass noch mal schauen. I am so hungry. Ja, dachte ich mir. Wir haben nämlich kein Feuerholz mehr. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen auf Sammeltour. Ja, also diese Flaregun hat den Vorteil, dass man ein bisschen sicherer hier unterwegs ist. Es nervt, finde ich zumindest, dass man die halt immer in der Hand halten muss, die Waffe. Sonst nutzt er nicht viel. Aber in Wolfsgebieten gibt die schon ein bisschen Schutz. Also ich finde, insgesamt ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Findet man manchmal ein Stück Kohle. Ah. Genau das, was wir brauchen. Habe ich irgendwann hier abgelegt? Aus Gründen, an die ich mich gerade nicht mehr erinnere. So, dann gehen wir mal zu unserem Hirsch. Drop any of this gear. Der liegt natürlich ein bisschen doof. Der liegt hier oben. Und ich bezweifle, dass man hier Feuer machen kann, oder? Doch, kann man. Okay. Also mit der Lupe wird es wohl nichts. Nee. Gut, also Wasser. Wasser. Dann den Rehkadaver. Wie lange brauchen wir? Eine Stunde nur. Thank you.
Ja, es hat so eigentlich ganz gut geklappt. So. 35 Minuten. Noch mehr? Ja. Gut, dann überlege ich, wie nutzen wir die Zeit? Bringen wir das schon mal zurück. Ja, das lief auch gut. Auch besser wäre gewesen, wenn man Sonnenlicht hätte nutzen können, aber ja, ist in Ordnung. So, nehme ich das hier ab. Ist der nächste Kandidat. Der erste dann getroffen? Könnte daneben gegangen sein. Ich hoffe, das Wetter, Wetter hält. Da ist auch noch ein Rehviertel drin.
bisschen und... mal den ganzen Stuff ablegen. Ich habe ja die Därme auch noch und das Wasser, das kann alles weg. So, hier kommen die Därme hin. Frische Rehhaut, zwei Därme. So. Naja, und bei dem Brennmaterial bin ich nicht ganz sicher. Das behalte ich mir an. Muss das gekocht werden, natürlich. Gut, dann können wir mal ein bisschen Crafting betreiben und zwar hier haben wir eine Menge. Sure, I can carry much more.
Ja, Lackbohrlinge. Oh, ich hoffe, es verbrennt nicht. Sagen wir, machen wir 0,5. So. Muss sicher gehen, dass wir hier alles weg haben. Ja, aber insgesamt kannst du dich nicht beschweren, absolut nicht. So. Ja, das war echt eine erfolgreiche Runde. So. Okay, schauen wir mal, gibt es irgendwas zu tun? Ja, können wir zerlegen. Dann. Das flicken. I think my stomach is eating itself. Wie lange brauchen wir? Eine Stunde? Würde ich sagen, 8 Stunden sollten drin sein. Gut, 7 Tage habe ich gerade gesehen. Ach, da steht ja auch noch was. Ich denke, die Tees können wir hier schon mal abstellen.
So, was haben wir jetzt? Wir haben Kohle und genügend, aber es. Also, ich suche jetzt natürlich den zweiten Hirsch. Aber es ist ein bisschen windig noch. Bin sicher, den hat es irgendwo umgehauen. Wie viel Birke man hier findet. So, mit den Steinen können wir einen Steinversteck bauen. Ich weiß bloß nicht, ob das überhaupt hier Sinn macht. Das ist halt ein bisschen komfortabler. Man kann da, also als einfach nur das Zeug irgendwo hinzulegen. So, hier waren wir, glaube ich, überall dran. Genau. Leer. Leer ist klar. Da liegt er. Das ist auch mein Pfeil, okay. Tja. Oh. Das ist gut. So. Ah, ich glaube, ich hole erstmal die Töpfe. Es ist Gott hier, freezing. I'm not sure I can carry much more. Ist hier noch irgendwas? Könnte sein, dass es sich hier irgendwo noch nicht oder nicht rankomme, ja. So, und weil es jetzt ein bisschen windiger ist, würde ich gerne erstmal ein bisschen braten. Das heißt, wir nehmen zwei raus.
30 Minuten. I wonder if I can drop any of this gear. Sehr gut. Dann 20 Minuten. Die Bügelsäge ist bei 72. Muss man halt auch beobachten. Oh oh. Haben wir was geschafft? Ja, Kochenmeister. Ah, wie gut. Wie gut. In Zukunft gibt es keine Probleme mehr, was das Essen von verdorbenen Lebensmitteln betrifft. Das ist toll. 20. So. Wasser. Okay, haben wir alles raus. Ja, das ist genial. Das hat eine ganze Zeit gebraucht. Also, mir kommt so vor, als hätten wir das in dem letzten Let's Play schneller geschafft. Aber ich mag mich täuschen. Okay, wir können mal Folgendes tun, wir legen erstmal... Oh, da ist noch... etwas nicht gebraten, okay. Dann legen wir mal hier die Steine ab. Lieber noch darum kümmern. Gotta warm up somehow. Gerade noch so gereicht. Okay. Erfolgreicher Tag.
Wir haben echt eine Menge geschafft. Dann lege ich das Fleisch noch hier ab. Ach ne, das habe ich gleich gegessen. So. I can't feel my hands. So. I need to find a place to rest. So, okay, jetzt würde mich mal interessieren, welchen Schutz wir aktuell haben. 17 plus 8, okay. Sehr gut. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Man kann halt nicht so einfach addieren, wenn man jetzt einfach sagt, okay, 25 Grad, das hilft zwar grundsätzlich als Einschätzung, aber diese Gesamtzahl kommt ja eben von zwei unterschiedlichen Faktoren, nämlich vom Wärmebonus grundsätzlich und vom Winddichtebonus. Und der Winddichtebonus ist nicht so doll, da haben wir nur 8 Grad. Wenn also der Wind doll pfeift, dann ja, frieren wir trotzdem. Aber grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg. So, ich würde sagen, 9 Stunden. Oder lieber 8. Sagen 5. So. Gut, dann schauen wir mal in unsere Ausrüstung. Ja, hier werden wir ein bisschen Holz noch sägen. Das alles okay. Wir haben nur noch 3 Pfeile hier mit dabei. Aber wir könnten ja auch neue craften. Wir haben hier die Pfeilklinge. Und von dem hätten wir dann auch noch eine Pfeilklinge. So. Dies bei 71. Die sind bei über 90. Da muss man sich also keinerlei Sorgen machen. Ja, dann würde ich sagen, wir warten einfach noch ein bisschen. Essen ist im Moment nicht notwendig. Wir sind so gut. Wir stehen so gut im Saft. Wir könnten aber ein bisschen zeichnen.
Oder wollen wir erstmal lieber sammeln? Was kann ich, haben wir denn schon gezeichnet? Nee. So, ich werde mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, nur das zu sammeln, was man direkt aufheben kann. Denn diese kleinen Zweige zu zerteilen, kostet immer ein bisschen Zeit. Und dabei kühlt man dann schön aus, also das könnte man dann eher abends machen. Jesus, it's cold. Ja, das ist wirklich eine wichtige Ressourcenquelle, dieser Spot hier. Der einzige Nachteil ist, dass man, wenn man noch nicht so gut ausgerüstet ist, dass man vielleicht nachts nicht durch die Kälte kommt. Dass man halt zusätzlich Feuer machen muss, um überhaupt hier die, in der Höhle bleiben zu können, aber... Ja, auch mit den Kanickeln hier. Aber insbesondere eben, was man hier an Birke findet, ist beachtlich. Naja, und dann geht es ja auch noch über die Schlucht, das werde ich auch noch machen. Da drüben kann man auch noch gut sammeln. Ja, und Rohrkolben gibt es natürlich auch noch. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt im Bereich Kochen Meister sind. Das wird uns unheimlich nützlich sein. Ich glaube, wir wärmen uns erstmal wieder auf. Was ebenfalls ein wichtiger Aspekt von diesem Spot hier ist, dass es keine Bedrohung durch Raubtiere gibt. Also es gibt hier keine Bären und keine Wölfe. Damit kann man natürlich viel freier agieren.
So. Steine kann man ablegen. Zwei Stunden schlafen, ja. So, der Wind pfeift immer noch ordentlich. Okay, ich denke, wir sitzen das aus. Ich wollte auch noch mal schauen, wie lange eigentlich die Bärenjagd her ist. Also, wir hatten ja notiert, Tag 82 Bär erlegt. Wir sind jetzt bei 110. Okay, also, das könnte durchaus sein. Könnte durchaus sein, dass wir da schon wieder Glück hätten. So, okay, die Kohle behalte ich mal am Mann. So, was gibt es noch zu sammeln? Ja, die Rohrkolben sind wirklich sehr, sehr gut für Wanderung, leicht und geruchlos. Sind nicht sehr ergiebig, aber... man braucht keine Befürchtung haben, dass Raubtiere Witterung aufnehmen. Das gefällt mir gut. So. Ja, und diese
Kolben. Also man isst ja quasi die Stängel und die Kolben kann man als Zunder benutzen. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ab Level 3 braucht man keinen Zunder mehr. Und das kann man benutzen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber theoretisch wäre das denkbar, um Markierungen anzulegen. Das heißt also, wenn man beispielsweise häufig auf einem See oder am Meer fischt und man sich darauf vorbereiten will, wenn man jetzt von einem Schneesturm überrascht wird, so eine Art Bodenleitlinie zu legen, dann kann man eben diese Kolben benutzen, um die Richtung nicht zu verfehlen. Finde ich ganz praktisch. Habe ich bislang noch nicht benutzt. Aber das wäre eine Verwendungsmöglichkeit. So, mit den Steinen kann ich ein Steinversteck anlegen. Das ist einfach eine komfortablere Variante, Dinge aufzubewahren, als sie einfach irgendwo in die Gegend zu werfen. Ich denke, beim Fleisch muss man halt nur aufpassen, wenn das verdorben ist und man klickt verrottetes Fleisch in so ein Steinversteck rein, dann wird es wahrscheinlich verschwinden. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so läuft. So, jetzt sollten wir hier wirklich alles gesehen haben. Dann denke ich, ich mache mal eine Aufwärmrunde. Ah, hier. So, Steine können hierher. Ruhig eine Stunde noch schlafen. So. -12. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. So, okay, Futter haben wir wirklich genug. Man muss nur aufpassen, dass man nicht versehentlich mal ein Stück rohes Fleisch isst, weil das würde nicht gehen. Okay. Gut, dann sag ich 8 Stunden.
could eat a horse. Wir warten. Und vielleicht, ich würde sagen, nochmal 3 Stunden vielleicht. Das können wir hier lassen. So, und den Krempel schon erst recht. Schauen wir uns noch im restlichen Teil um. Ja, also hierher zu kommen, finde ich immer sehr, also ist wirklich eine gute Zeit, die man hier hat. Ist ein bisschen entspannter, man hat nicht diesen Stress mit den Wölfen, man ist gut versorgt. Die Ecke gefällt mir echt gut. Doch ab und zu mal Kohle vom Berg runter. Ich denke, hier könnte man noch mal zeichnen. Da gibt es tatsächlich noch was. Oh, so cold. Can you read trees? 'Cause I'm gonna. So, also dieses Fleisch sollten wir lieber separat lagern, damit man da nicht versehentlich mal reinbeißt. Könnte man ja mal weiter vorn lagern. Hier zum Beispiel.
Wunderbares Wetter. Könnte man die Lupe benutzen, aber im Moment wüsste ich nicht warum. Also für die beiden Stücken Fleisch lohnt sich das nicht, Feuer zu machen. So, dann kann man drüben nochmal auf Sammeltour gehen. Da wird es auch noch einiges geben. So, hier immer noch Bartflechten. So, ich glaube, hier waren wir schon dran. Ja. Did I say I hate being cold? Because I really do. If at home, we'll warm up soon. Ja, hier gibt's einiges. Ja, diese Lackporlinge, die haben ja in ihrer primären Wirkung den Effekt, dass man damit Lebensmittelvergiftungen heilen kann. Brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, es sei denn, ich esse mal aus Versehen ein Stück rohes Fleisch, aber dennoch sind die gut, weil die natürlich in einem heißen Tee uns aufwärmen und das kann man nutzen, um sich ein bisschen länger in der Kälte aufhalten zu können. Das ist auch ziemlich praktisch. Setzt natürlich immer voraus, dass man Feuer macht. Damn it. So hungry. So. Kaninchenhöhle. Und ansonsten gibt es hier nichts. Ja, dann gehen wir zurück. Sam, I'm freezing.
So, jetzt sind wir allerdings mit der Lebensenergie ganz schön runtergegangen. Und das bedeutet, wir haben wenig Toleranz, falls wir in der Nacht unabsichtlich sozusagen auskühlen. Deswegen glaube ich, dass es eine gute Idee ist, noch zwei Tees zu trinken. Also solche Stärkungstees. Mag zu vorsichtig sein. Aber gibt mir ein bisschen besseres Gefühl. Denn ich weiß nicht, ob es so kalt werden kann. Ich glaube es nicht, aber man ist in diesem Spiel vor Überraschung einfach nicht sicher. Dass wir im Schlafsack so runterkühlen. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, zwei solche Tees zu trinken. Der Effekt von den Tees lässt sich stapeln sozusagen. Nicht ganz gut. Und wir gewinnen dann jede Stunde so ein paar Prozente an Gesundheit. So. Das heißt, kräftig essen. Birkentee trinken. Und dann war das hier ein ganz guter Abschnitt. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht so lange schlafen. Weil mir einfach ist mir einfach zu riskant. So, Birkenrindentee, Birkenrindentee, Wasser. Wahrscheinlich erstmal nur 6 Stunden. So, also. Sechs Stunden. Gut. So. Mal 3 Stunden. Ach so, dann kann ich gar nicht schlafen, alles klar. Okay, dann warten wir. Man sieht, dass wir an Lebensenergie trotzdem gewinnen. Und zwar minimal natürlich nur. Einfach weil wir im Warmen sitzen, nicht dursten. So, und jetzt habe ich nochmal 3. Ja. Okay, dann. Schauen wir mal in die Statistik. 110 Tage haben wir
überlebt. 20% der Welt gesehen. Okay, das ist noch nicht so dolle. Mich interessiert noch die Karnickel. Sechs mittlerweile. Ist nicht schlecht. Gut, wir warten. Sehr gut. Okay, dann werde ich hier bloß noch eine Stunde schlafen, um zu speichern. Ja, und dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.